Wir haben als Coaches eine richtig spannende Balance. Es ist nicht Yin und Yang, weil es eine dritte Komponente mit dabei ist. Es sind drei Faktoren, die miteinander in einem ganz interessanten Spiel interagieren, die es für uns zu managen gilt. Und damit meine ich nicht immer für uns als Individuum, sondern für uns als Team, als Organisation. Und diese drei Faktoren sind einerseits, wir wollen unsere Athleten leistungsfähiger machen, wir wollen sie schneller, stärker, ausdauernder machen, spezifisch auf das Spiel, um das es geht. Das 100 Meter, der 100 Meter Sprint ist ein Spiel mit Spielregeln. Welche Faktoren braucht er? Da haben wir viel drüber gesprochen. Ich will das aber auf eine Art und Weise machen. Ich will das auf eine Art und Weise machen, dass es mir nicht die Chance nimmt, weitere Spiele zu spielen. Wir reden also nicht nur über Performance, sondern wir reden auch über Availability, Spielerverfügbarkeit. Ich will Leistung auf eine Art und Weise produzieren, dass es mir nicht die Chance nimmt, das auch in der Zukunft zu tun. Und der dritte Faktor, und das ist was, da habe ich vor 4, 5 Jahren viel drüber gesprochen, da war das noch auf wenigen Konferenzen da und es wird immer mehr und es freut mich super, dass wir auch bei dieser Konferenz viel über dieses Thema gesprochen haben. Der dritte Faktor ist Anpassungsfähigkeit. Ich will die Leistungsfähigkeit auf eine Art und Weise produzieren, dass sie mir nicht nur jetzt die Leistungsfähigkeit gibt, ohne die Spielerverfügbarkeit zu riskieren, sondern dass ich mir auch ein Reservoir erhalte, um auch in der Zukunft weitere Leistungsfortschritte zu machen.